Ja, herzlich willkommen zum heutigen Webinar. In diesem Webinar möchte ich Ihnen die beiden neuen Zusatzmodule RF Stahl Ermüdungsstäbe und RF Load History vorstellen. Mein Name ist Andreas Hörold. Ich werde Sie heute durch dieses Webinar führen. Und ich werde unterstützt von meinen beiden Kollegen Steffen Klaus und Stefan Frenzel. Die beiden sind verantwortlich für die Zusatzmodule, also Steffen Klaus für RF Stahl Ermüdungsstäbe und Stefan Frenze für RF Load History. Das Modul RF Stahl Ermüdungsstäbe gibt es genauso auch für R-Stab und wie hier im heutigen Webinar gezeigt für RFEM. RF Load History gibt es nur für RFEM. Das Webinar wird folgendermaßen ablaufen. Ich stelle Ihnen kurz ein paar Features vor, die Sie in den Modulen finden. Und dann geht es direkt in die Programme. Und ich zeige Ihnen dort die Verfahrensweise, wie man vorgeht in den Modulen. Und Sie werden sehen, da gibt es gar nicht so viele Eingabemasken, aber in meinen Augen große Wirkung. Und ich werde Ihnen auch jetzt zwischenzeitlich nochmal kurz erläutern, wie Sie Fragen stellen können. Es sind ja immer Leute dabei, die noch nie bei einem Webinar teilgenommen haben. Auch dazu sage ich gleich im Anschluss nochmal was. So, kurz vorgestellt, RF Stahl Ermüdung Stäbe, also wie der Name schon sagt, Ermüdungsnachweise für Stäbe und Stabsätze. Wir werden hier basierend auf dem Nennspannungskonzept gemäß der Norm EN 1993-1-9 durchgeführt. Dabei erfolgt die Spannungsermittlung an der Stelle der zu erwarteten Rissbildung. Also dazu sind dann auch Kerbfälle zu definieren. Zeige ich dann alles im Programm. Die Nennspannungsschwingbreiten Delta Sigma und Delta Tau werden den Ermüdungsfestigkeiten Delta Sigma R und Delta Tau R gegenübergestellt. Das sind dann die Nachweise. Wie schon gesagt, Sie definieren die Kerbfälle an den entsprechenden Stellen der Stäbe bzw. an den Spannungspunkten im Querschnitt. Sie geben auch die Schadensäquivalenzfaktoren vor, also je nachdem, ob es sich um eine Stahlbrücke, einen Turm, eine Kranbahn oder ähnliches handelt. Im heutigen Webinar stelle ich Ihnen eine, also führe ich Ihnen dann das anhand einer Kranbahn vor, also ein Modell, das ich so in RFEM generiert habe. Querschnittsoptimierung. Ja, wer schon mit anderen Modulen von uns gearbeitet hat, das ist eigentlich so ein übliches Feature. Das Modul sucht dann das am besten ausgenutzte Profil heraus, wenn Sie möchten. Zeige ich dann auch im Programm. Das zweite Modul, was ich Ihnen heute vorstellen möchte, RF Load History. Hier werden plastische Verformungen von vorherigen Belastungszuständen berücksichtigt. Das Ganze geht für Flächen- und Volumentragwerke. Sie sehen hier rechts in dem Bild, das ist so ein ähnliches Modell, wie wir heute im Webinar abhandeln werden. Also Sie sehen hier oben im Prinzip eine Durchbiegung, die aufgrund einer Belastung entstanden ist, wo auch der Querschnitt ins Fliesen gekommen ist. Und nach vollständiger Entlastung bleibt dann in der zweiten Laststufe eine Verformung zurück. Sowas probieren wir heute aus, also sowas führe ich Ihnen heute vor. Ja, schon gesagt, permanente plastische Verformung von vorherigen Laststufen. Die Ergebnisdarstellung erfolgt dann numerisch und grafisch, also entweder Tabellenform oder wie Sie hier sehen, mit der Darstellung der Verformung. Ebenso werden Lagerkräfte, Schnittgrößen, Spannung, Dehnung und so weiter aufgeführt und auch grafisch dargestellt. Noch ein Hinweis für die Arbeit in diesem Modul ist das Zusatzmodul RFMAT NL für nichtlineare Materialeigenschaften erforderlich. Wir führen ja hier eine plastische Bemessung durch und das geht nur mit dem Zusatzmodul RFMAT NL. Wie angekündigt, ganz kurz, für die, die das erste Mal teilnehmen, auf der rechten Seite sehen Sie Ihr Kontrollpanel. Das können Sie ein- oder ausblenden. Einblenden, wenn Sie eine Frage stellen möchten. Das können Sie hier unten dann tun. Möglichst
kurz die Frage halten, möchten so viel wie möglich Fragen während des Webinars beantworten. Sollte das aufgrund der Vielzahl von Fragen nicht möglich sein, Sie erhalten spätestens im Anschluss an das Webinar eine Antwort auf Ihre Frage. Ebenso Audioeinstellungen, wenn Sie mich lauter oder leiser hören möchten, können Sie hier einstellen. Okay, dann wechsle ich ins Programm, RFM. Sie sehen hier einen Zweifeldträger, der soll hier mal meinen Kranbahnträger simulieren. Ich habe hier verschiedene Wanderlaststellungen generiert mit unserem Modul RF bewegt. Das zeige ich Ihnen auch noch mal ganz kurz. Also hier die beiden Stäbe ausgewählt, Länge 12 Meter. Der Anfang der Wanderlast soll bei 0 liegen, dann die Schrittweite 10 cm. Da werden dann bei dem 12 Meter langen Träger 120 Lastfälle generiert. Eventuell, also entweder oder, also als praktisch als veränderliche Last. Und die Wanderlast soll über das Stabende hinausfahren. In der nächsten Maske dann noch die Einstellung, eine Kraft definieren wir, Paar ungleich. Sie sehen hier verschiedene Lasten, die Sie hier auswählen können. Die Richtung, in unserem Fall in Z-Richtung. Die beiden Lasten, ja, in unserem Beispiel hier gleich. Erste Last beginnt bei 0, zweite Last bei 3,6 Meter. Das soll unser Radabstand sein. Wir brauchen das jetzt nicht nochmal generieren. Das ist ja schon generiert. Ich möchte Ihnen vielleicht bloß noch einen höheren Lastfall zeigen, um Ihnen hier darzustellen, wie die Last dann über das Ende hinausfährt. Sie sehen, die eine ist jetzt verschwunden, also genauso, wie wir es im Modul eingestellt haben. Okay, das Ganze dann in einer Entweder-Oder-Kombination überlagert, die einzelnen Wanderlaststellungen, und mit dieser Ergebniskombination möchten wir dann arbeiten in RF-Stahlermüdung Stäbe. Jetzt öffnen wir jetzt das Programm. Ja, diese Maske kommt von den Nutzern unserer Programme bekannt vor, also Basisangaben, da sind dann die Eingaben, Stab, Norm, Last. Ja, das ist die Maske, mit der immer alles beginnt bei uns. Wir wählen hier den einen Stabsatz aus. Es gibt nur einen in unserem Fall. Ja, hier die Norm 1993-1-9 nach Eurocode, also der Eurocode. Und das ist dann praktisch hier die Last, die wir auswählen, unsere Ergebniskombination. Das ist im Prinzip schon in der ersten Maske, Entschuldigung, alles, was wir hier definieren müssen. In den Detaileinstellungen, da müssen wir noch festlegen, den Faktor gemäß Tabelle 3.1 der Norm für die Ermüdungsfestigkeit. Und zwar gibt es da in der Norm die beiden Bemessungskonzepte, Konzept der Schadenstoleranz und Konzept der ausreichenden Sicherheit. Wir wählen das Konzept der Schadenstoleranz und als Schadensfolge hoch. Sie sehen, wir hier aus dem Gamma M dann 1,15 werden gemäß der Tabelle 3.1. Das ist dann praktisch der Sicherheitsfaktor, der die Bemessungswerte dann abmindert auf der Ergebnisseite. Okay, so, das war schon alles von dieser Tabelle, von dieser Maske. Kommen wir in die nächste Maske, Materialien. Hier können Sie zwischen den Materialien wählen, die, für die Sie Ermüdungsnachweise durchführen können. Sie haben auch Zugriff auf die globale RFM-Datenbank hier, können dann entsprechend Ihr Profil nach der entsprechenden Norm auswählen. Hier dann die Materialkennwerte für das ausgewählte Material. Bei uns jetzt hier ein S235. Ähnlich dann die Tabelle Querschnitte. Auch hier wieder können Sie zwischen den Querschnitten wählen, für die der Ermüdungsfestigkeitsnachweis geführt werden soll. Und hier unten sehen Sie dann die entsprechenden Querschnittswerte. Hier die angesprochene Optimierungsfunktion mit aus der aktuellen Reihe
können Sie sich praktisch raussuchen lassen, welches das am besten ausgenutzte Profil ist. Wir wollen das jetzt für den HEB 300 probieren, hier den Nachweis zu erbringen, und lassen da deshalb so diese Einstellung. Das ist dann hier schon die letzte und wichtigste Maske. Hier geben wir den Schadensäquivalenzfaktor ein und hier die Kehrpfelle an den entsprechenden Stellen. Wir wollen alle Einstellungen für den gesamten Stabsatz übernehmen, also alle Stäbe. Das sind in unserem Fall bloß zwei Stäbe. Die sollen den gleichen Schadensäquivalenzfaktor haben und auch den gleichen Kerbfall. Schadensäquivalenzfaktor, ja, wie gesagt, entsprechend, was Sie für eine Konstruktion haben, Stahlbrücke, Turm, Kranbahn, suchen sich entsprechend aus der Norm heraus. Für Kranbahn gibt es eine kleine Besonderheit, da gibt es zwei Schadensäquivalenzfaktoren, einmal für die Längsspannung, einmal für den Schub. Da bauen wir noch einen Filter ein, einen zusätzlichen, wenn Sie dann eine Kranbahn haben, dass Sie dann auch explizit die beiden Werte eingeben können. Ich suche mir jetzt mal aus der Norm einen Wert heraus. Das ist hier die DIN-EN 1991-3, Einwirkung auf Tragwerke, hier für Krane und Maschinen. Und da ist das auf der Seite 35, die entsprechende Tabelle. Ich zoome die mal hier ein bisschen auf. Da sehen Sie hier oben die Klassen S. Das waren nach der DIN die Beanspruchungsgruppen. Und entsprechend der Klasse, die Sie haben, können Sie sich hier das Lambda, also diesen Schadensäquivalenzfaktor, heraussuchen. Wir wählen jetzt in unserem Beispiel den höheren, hier für S2 beispielsweise die 0,5. Die wähle ich jetzt mal aus und wird dann für Schub und Längsspannung angesetzt. Wie gesagt, wir bauen da noch einen Filter ein, wenn Sie dann eine Kranbahn haben, dass Sie dann auch das optimal ausnutzen können, das Profil, und den Wert entsprechend ansetzen können. Kerbfall, ja, ich habe an meiner Kranbahn Quersteifen am Zwischenauflager und auch im Feld, möchte über den ganzen Träger das berücksichtigen, deshalb wähle ich dann hier den Kerbfall 80 für Delta Sigma C und Delta Tau C und kann das ganz einfach für alle Spannungspunkte, wenn ich das möchte, übernehmen mit der Taste F8, und schon haben Sie das in jeder Zeile, also für jeden Spannungspunkt, diesen Kerbfall. Okay, lassen wir das Ganze mal berechnen. Dann sehen Sie hier Nachweise querschnittsweise, stabsatzweise, x-stellenweise und auch stabsatzweise. Also das ist dann schon die Stückliste. Und können wir hier mal ins Detail reingehen. Das ist dann praktisch der Nachweis Begrenzung der Längsspannungsschwingbreite, Schubspannungsschwingbreite. Hier der Nachweis für die Nennlängsspannungsschwingbreiten, Nennschubspannungsschwingbreiten und hier dann der Nachweis für die kombinierten Spannungsschwingbreiten. Wir sehen hier beispielsweise den Faktor 1,15, den wir eingangs definiert haben. Hier das Delta Tau C, 80 Newton pro Quadratmillimeter, was wir auch festgelegt haben. Hier der Schadensäquivalenzfaktor und den entsprechenden Nachweis. Okay, das Ganze lassen wir uns auch mal grafisch anzeigen. So, da sehen wir hier den Nachweis. Lassen wir das mal so drehen. Okay, da sehen Sie hier ein Feld Mitte und hier sind die größten Ausnutzungen. Wenn ich mir jetzt mal noch die Spannungsschwingbreiten anschaue, das sieht dann ähnlich aus. Also wir sehen, die Nennlängsspannung hat hier den Einfluss, den größten Einfluss auf den Nachweis bei uns. Da können wir jetzt zum Beispiel auch das uns mal übereinander anzeigen lassen.
So, einmal oben die Spannungsschwingbreite und unten den Nachweis. Und das Ganze lässt sich jetzt zum Beispiel auch in das Ausdruckprotokoll drucken. Hier nicht nur das aktive, sondern mehrere Fenster, wie auf dem Bildschirm. Okay. Und wollen den Ausgabeumfang gering halten, Eingabedaten und reduzierte Ergebnisse. So, dann sehen wir hier, wie sich das Ausdruckprotokoll öffnet. Wir sehen schon die RFM-Daten hier, Lasten und Ergebnisse. Hier dann Stahlermüdungsstäbe. Zoomen wir das mal ein bisschen auf. Breit anpassen. Sehen wir hier die Basisangaben, RF-Stahlermüdungsstäbe. Der Querschnitt. Hier die definierten Kerbfälle und hier der Schadensäquivalenzfaktor und die entsprechenden Nachweise. Hier dann noch das kombinierte Bild. Mit der Spannungsschwingbreite für die Nennlängsspannung und hier unten der Nachweis. Okay, das soll es schon zu diesem Modul gewesen sein. Dann kommen wir zum nächsten Modell, um Ihnen RF Load History vorzustellen. Wir haben hier einen Einfeldträger, das ist ein Stahlblech, das ist beidseitig eingespannt hier. Extra ein Stahlblech genommen, dass man schön die Spannungsverteilung sieht. Die Last beträgt 22 kN pro Meter und man sieht unter dieser Belastung, wie dann hier an den Einspannungen und auch in Feldmitte, wie es da zum Fließen kommt. Ich zeige Ihnen mal das Materialmodell, was ich verwendet habe. Isotroplastisch 2D-3D. Das sind dann die, die durch RFMAT-NL zur Verfügung stehen. So, Sie sehen hier die Fließgrenze habe ich definiert. Bilinear, also ohne Verfestigungsmodul. Also unsere Linie oben, die Fließlinie ist dann praktisch gerade. Und diese gestrichelte Linie, das ist im Prinzip das, was wir heute ermitteln wollen. Wir entlasten das ganze System wieder und wollen herausfinden, wie groß im Prinzip dieser Betrag ist, was an plastischer Verformung bzw. plastischer Dehnung dann übrig bleibt nach Entlastung. Okay. Ja, Sie wundern sich vielleicht, warum Sie jetzt hier 27,2 sehen. Obwohl die Fließgrenze 23,5 ist. Das hat folgenden Grund. Die Spannungsdarstellung ist hier im Prinzip geklettet. Da werden Werte in den FE-Elementen interpoliert bzw. extrapoliert und somit entstehen solche Werte hier, die dann nicht ganz exakt sind. Wenn Sie hier in den Zeigennavigator auf Ergebnisse, Flächen, Verlauf der Schnittgrößen, Spannung gehen, und zwar auf konstanten Elementen, dann sieht das nicht mehr ganz so schön aus, ist aber exakt richtig. Sie sehen jetzt hier diese dunkelroten Bereiche, das sind die mit praktisch der maximalen Spannung, also die Fließgrenze erreicht haben und praktisch die Nachbarelemente, die erreichen diese Spannung nicht. Ja, wenn man das dann jetzt natürlich glättet, dann sieht das schöner aus. Aber es entstehen dann, wie gesagt, auch gerundete Werte. Deshalb lassen wir das jetzt mal so. Und möchten praktisch Folgendes machen.
Das ist die Volllast und ich habe nochmal Volllast entgegengesetzt, genau diese 22 Kilonewton pro Meter. Wenn ich dann das vollständig entlastet habe, wie viel Verformung bleibt übrig? Das möchte ich herausfinden. So, da wechseln wir ins Modul. Auf Load History. Sehen Sie, so viel brauchen Sie ja gar nicht einzugeben. Die Lastfälle haben wir schon definiert. Zwei Laststufen legen wir hier in der ersten Maske fest. Und in der nächsten dann ordnen wir zu den Laststufen die Lastfälle. Also in der Laststufe 1 soll die Volllast, also die Last hier in Z-Richtung wirken und in der Laststufe 2 soll das Ganze wieder entlastet werden. Die Detaileinstellungen, ja, da können Sie zum Beispiel die Berechnungstheorie auswählen, das Berechnungsverfahren und haben über diesen Button hier auch Zugriff auf die RFEM-Berechnungsparameter, also die globalen Parameter, können hier maximale Iterationsanzahl festlegen und so weiter. Stabteilung unter anderem. Wir belassen alles so und berechnen das Ganze. Ja, Sie sehen hier nichtlineare Analyse. Das ist im Prinzip dieses nichtlineare Material, was hier verwendet wird. FE-Elemente plastifizieren, können keine weiteren Spannungen aufnehmen. Das Ganze wird auf andere, also Nachbarelemente umgelagert. Und daraus folgen dann natürlich verschiedene Iterationen, um hier ein Ergebnis, also eine Konvergenz hier zu finden. Das dauert dann dementsprechend ein bisschen länger als jetzt normale lineare Berechnung. Aber jetzt sind wir im Prinzip hier schon durch. Wir sehen hier tabellarisch die Ergebnisse. Ja, Sie sehen hier die Schnittgrößen, Dehnung, Vergleichsspannung. Ich möchte mich aber in dieser Tabelle gar nicht so lange aufhalten, weil in der Grafik lässt sich das einfach besser darstellen. Da wähle ich jetzt mal noch ein neues Fenster und das Ganze dann untereinander. Oben lasse ich mir dann die Laststufe 1 anzeigen. Sehen hier Laststufe 1, 8,3 mm ist die Verformung. Können Sie auch nochmal die Vergleichsspannung anzeigen. Ja, das sind die gleichen wie in dem Lastfall, wie wir vorhin schon gesehen haben. Wie gesagt, die Fließbereiche hier an der Einspannung und im Feldmitte. Wir wollen jetzt die Durchbiegung hier vergleichen. Dazu dann hier auch die Ergebnisse von Airflow History. Aber von der Laststufe 2. So, dann sehen Sie, nach der Entlastung bleiben statt der ursprünglichen 8,3 mm 2,9 mm übrig. Jetzt könnte man aber zum Beispiel in einer weiteren Laststufe wieder eine Last ansetzen. Beispiel, man hat einen Träger, einen Sanierungsfall, der schon mal mächtig überlastet war, schon ins Fliesen gekommen ist. Entlastet den und möchte jetzt rauskriegen, wie viel kann ich den wieder belasten, ohne Verformungsbeschränkungen zu überschreiten und so weiter. Dann könnte man jetzt hier in einer weiteren Vorgehensweise noch eine Laststufe ansetzen. Ich habe auch noch ein anderes Beispiel. Dazu schließe ich jetzt mal dieses Beispiel. Und öffne das vorbereitete Beispiel. Das ist im Prinzip auch wieder dieser Träger. Dort einen kleinen Moment. Genau dieser Träger, bloß nicht mit 22 Kilonewton pro Meter belastet, sondern im ersten Lastfall mit 12. Und dann habe ich einfach mal weitere Lastfälle hier erstellt mit jeweils 2 Kilonewton. Also ich möchte das praktisch steigern. Ich möchte herausfinden, ab welcher Last kommt denn das Material bzw. der Querschnitt hier ins Fliesen. Also ich addiere das dann auf. Wir gehen mal in Airflow History. So,
So, da haben wir hier die 6 Laststufen. Laststufe 1, die 12 Kilonewton pro Meter und dann jeweils jede weitere Laststufe kommen 2 dazu bis zu diesen 22, die ich vorher hatte. Also in der Laststufe 6 kommt dann das gleiche Ergebnis raus wie vorhin praktisch bei der Volllast. So, das Ganze lassen wir uns mal anzeigen hier. Zunächst Laststufe 1. Hier interessiert uns jetzt die Vergleichsspannung. Wir sehen hier an der Einspannung 19,3. Also es kommt noch nicht ins Fließen, das Material. Im Feld Mitte haben wir noch viel geringere Schnittgrößen, also Spannung. Und ich schaue jetzt, Laststufe 2 ist ja auch an der Einspannung noch nicht die Fließgrenze erreicht. Laststufe 3, da sehen wir, hier kommen schon Teile ins Fließen an der Einspannung, in Feldmitte noch nicht. Laststufe 4, die Bereiche werden hier größer. Laststufe 5, auch noch im Feldmitte noch nicht, aber hier schon große Fließbereiche an der Einspannung. Und in der Laststufe 6, das war unser Ursprungszustand von vorhin, da sehen wir an der Einspannung und in Feldmitte kommt das Material ins Fließen. Ja, weitere Anwendungsmöglichkeiten, die Ihnen da vielleicht einfallen, können Sie gerne ausprobieren. Wenn Sie unser Programm schon haben, lassen Sie sich das einfach, rufen Sie an, lassen Sie sich das freischalten mal für einen Testzeitraum. Wenn Sie unser Programm nicht haben, dann gehen Sie einfach auf unsere Homepage. Hier unter Downloads finden Sie die Testversion. Hier RFM. Je nachdem, welches Betriebssystem Sie haben, 32 oder 64 Bit, können Sie sich herunterladen und 30 Tage kostenlos testen. Probieren Sie die Module aus. Sie haben auch alle anderen Module dann die 30 Tage frei zum Testen. Also da können Sie alles nach Ihren Wünschen ausprobieren für Ihren jeweiligen Anwendungsfall. Okay, das soll es für heute schon gewesen sein. Für diese beiden Module. Ich hoffe, Sie konnten ein paar nützliche Informationen für sich mitnehmen. Ich würde mich freuen, Sie mal wieder beim Webinar begrüßen zu dürfen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und auf Wiedersehen.